Trotz des Verkaufs von Lucas Hernandez ist beim FC Bayern München auf der Abgangsseite noch nicht Schluss. Denn es kann zu einem echten Millionenregen für die Bayern kommen. Man hat jetzt 8 Spieler auserkoren, die den Verein verlassen sollen und so bis zu 200 Millionen Euro Einnahmen generiert werden sollen. Unter anderem ist ein Spieler dabei, der möglicherweise noch heute oder morgen den Verein verlassen kann. Aber alles dazu gleich hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da. Und auch ein Abo auf diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ja, wir fangen einfach mal mit den Marktwerten von unten nach oben an, beziehungsweise die Ablösen, die man generiert. Als erstes haben wir Buna Sarr. Das ist einer der ehemaligen Hasan Salihamidžić-Transfers und da muss man ganz klar sagen, ein absoluter Fehleinkauf. Er hat es nie so wirklich in die Mannschaft reingeschafft, er hat es nie geschafft, sich einen Stammplatz zu erkämpfen und es gilt jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man da jetzt irgendwie noch länger wartet. Man will ihn eigentlich schon seit über 2 Jahren verkaufen, man hat aber immer keinen Club gefunden, der das hohe Gehalt von Buna Sarr zahlen möchte. Jetzt hat er nur noch 1 Jahr Restvertrag und trotzdem möchte man ihn gerne auch 1 Jahr vorher losbekommen, denn bei Bayern, da verdient er, das hört man so zumindest, zwischen 3 und 5 Millionen Euro und das ist einfach zu viel Geld für einen Spieler wie Buna Sarr. Hier möchte man eine Ablöse von 1 bis 3 Millionen Euro, also wie gesagt, man würde ihn wahrscheinlich, wenn ein Club anfragt und das Gehalt übernehmen würde, dann würde man ihn, denke ich, auch einfach so gehen lassen. Kommen wir zum nächsten Spieler. Der steht vor einem richtigen Blitzabschied. Das ist nämlich Alexander Nöbel. Da gab es heute Morgen die konkrete Meldung, dass möglicherweise Buna Sarr noch vor dem Donnerstag, wo die Medizinchecks anstehen, möglicherweise den Verein verlassen wird. Die Ablöseforderungen des FC Bayern Münchens, die sollen so zwischen 5 und 8 Millionen Euro liegen. Die Bayern hoffen tatsächlich, so hat es die AZ berichtet, tatsächlich eigentlich noch ein bisschen mehr auf 10 Millionen Euro, aber diese 5 bis 8 Millionen Euro sind es eben, die hier von Sky beispielsweise veranschlagt werden. Letzt gab es ja die Meldung, dass da mehrere Top-Clubs aus der Premier League oder mehrere Clubs aus der Premier League an ihm Interesse hätten. Er würde auch wohl gerne in die Premier League wechseln oder möglicherweise zu einem Club, der beispielsweise noch europäisch spielt. Welcher Club jetzt hier an Alexander Nöbel dran ist, das weiß man gar nicht so genau. Aber wie gesagt, die Münchner Abendzeitung, die berichtet, dass es hier zu einem waschechten Blitzabschied kommen kann. Und wenn wir gerade bei den Torhütern sind, dann kommen wir zum nächsten Kandidaten, das ist Jan Sommer. Jan Sommer, der wird auch den Verein verlassen, damit der zweite Torwart, der die Bayern verlässt. 8 bis 10 Millionen Euro ist hier die Summe, die die Bayern hier veranschlagen. Wohin wird er wechseln? Stand jetzt ist die wahrscheinlichste Lösung wohl Inter Mailand. Denn die haben bereits dem FC Bayern München signalisiert, sie werden um Jan Sommer bieten, sie werden ein Angebot für ihn einreichen, sobald ihr aktueller Torwart Onana zu Manchester United gewechselt ist. Da dreht sich nämlich auch das Torhüter-Karussell ganz schön. David De Gea, der ist auf dem Markt verfügbar, der wird den Verein Manchester United ablösefrei verlassen. Da galt ja Sommer auch immer als heißer Kandidat. Das wird jetzt nicht passieren, man wird Onana von Inter Mailand holen. Und dann ist eben ein Platz im Tor von Inter Mailand frei und diesen Platz soll wohl Jan Sommer ausfüllen. Da gab es jetzt, wie gesagt, die konkreten Tendenzen, dass Jan Sommer da wohl auch gerne hinwechseln würde. Er kann auf allerhöchstem Niveau spielen. Er muss sich keine Gedanken machen um seinen Stammplatz bei der nächsten EM im Tor der Schweizer Nationalmannschaft, weil da gibt es natürlich auch mit Kobel unter anderem auch sehr, sehr starke Konkurrenz. Und so könnte er auf jeden Fall weiter auf absolutem Top-Niveau spielen. Wäre dann eine relativ kurze Vertragslaufzeit beim FC Bayern München gewesen. Es gibt wohl auch so eine Art Gentleman's Agreement, dass er halt auch für 8 bis 10 Millionen Euro gehen darf. Das ist ja auch die Summe, die der FC Bayern München ungefähr für ihn bezahlt hat. Und wenn er jetzt eben den Verein verlässt, er hat keine Ausstiegsklausel oder ähnliches, möchte man wohl auch nicht mehr, obwohl er noch langfristig Vertrag hat. Ein weiterer Streichkandidat ist eben Marcel Sabitzer. Da erhofft man sich ca. 15 Millionen Euro Ablöse. Das ist erstmal eine ganze Menge für einen Spieler, der beim FC Bayern München nie so wirklich in den Tritt kam. Und da hat man zuletzt gestern Abend, da gab es die Meldung auch noch gehört, es sieht wohl so aus, dass Marcel Sabitzer sogar noch auf Thomas Tuchel hofft, dass er ihn beispielsweise noch irgendwie vielleicht gebrauchen kann, dass er bei ihm vorspielt und dass möglicherweise Tuchel so zu einem Umdenken bewegt wird. Er hofft also, dass er vielleicht ein bisschen einen Teil der Vorbereitung mitspielen kann und so überzeugen kann. Stand jetzt ist das aber nicht die Intention der Bayern-Bosse, denn da ist der aktuelle Stand so, dass man ihn eigentlich sehr, sehr gerne verkaufen würde. So zumindest der aktuelle Stand. Ob es da dann nochmal ein Umdenken gibt, möglicherweise, das ist aktuell noch nicht ganz ausgeschlossen. Dann kommen wir zu einem Spieler, da werdet ihr euch wundern, warum der jetzt schon kommt, denn da ist die Ablöseforderung wohl drastisch gesunken, so hat es gestern Florian Plettenberg von Sky berichtet, denn Sadio Mané, da möchte man keine 30, 35 Millionen, 40 Millionen Euro mehr, nein, man möchte gerade mal nur noch 20 Millionen Euro Ablöse für Sadio Mané haben, man möchte anscheinend so auch ein bisschen attraktiver sein für möglicherweise Clubs aus der Premier League, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, möglicherweise für diverse andere Clubs,
die natürlich dann das hohe Gehalt von Sadio Mané tragen müssen und dafür dann weniger Ablöse jetzt an der München überweisen müssten. So hat man hier jetzt die Ablöseforderung deutlich gesenkt, fast halbiert. Man hat ja selber noch zwischen 35 und 40 damals für ihn gezahlt, vor einem Jahr. Mittlerweile gilt er als Fehlankauf und man möchte ihn loswerden. Da gab es immer wieder jetzt zuletzt die Intention des Spielers, dass er eigentlich beim Verein bleiben möchte, aber auch diverse richtig gute Angebote aus Saudi-Arabien. Sein Gehalt, das ja relativ hoch bei Bayern ist, mit 22, 23 Millionen Euro brutto, wäre nochmal verdoppelt worden im Gegensatz zu jetzt, aber da gibt es Stand jetzt noch keine aktuelle Meldung, nur dass die Bayern ihn jetzt deutlich günstiger anbieten würden, deutlich verhandlungsbereiter wären und ihn möglicherweise so im Sommer loswerden könnten. Und da kommen wir auch zum nächsten Spieler, ein Spieler, der den Verein wohl auf alle Fälle verlassen wird. Zumindest Stand jetzt ist das der Fall, dass es Benjamin Pavard. Da erhofft man sich tatsächlich nochmal so 35, höchstens 40 Millionen Euro, die man hier an Ablöse gerne generieren möchte. Das kann aber auch nochmal auf 30 bis 35 senken. Das ist tatsächlich so ein bisschen abhängig auch von dem Club, der für ihn bietet. Interessenten gibt es da genug. Unter anderem gab es dann in den vergangenen Wochen einige Clubs: Real Madrid, Manchester United, Inter Mailand, Barcelona, Mailand, Liverpool. Also es sind wirklich ganz, ganz viele Clubs, die hier Interesse mal grob bekundet haben. Aber so richtig konkret wurde es noch nicht. Es wird auch noch ein bisschen wohl dauern. Auch weil wohl, so stand jetzt zumindest die interne Meinung, dass Thomas Tuchel wohl gerne auch nochmal mit dem Spieler sprechen möchte und ihn vielleicht so doch noch von einer Verlängerung oder einem zumindest Nichtwechsel überreden möchte, denn der Abgang von Pavard wäre sehr, sehr schmerzhaft, wenn man beispielsweise Kyle Walker nicht verpflichten könnte. Und da wackelt es ja, wie ich euch jetzt in den vergangenen Tagen berichtet habe, so ziemlich gewaltig. Und dann kommen wir auch zu dem vorletzten Kandidaten und da reden wir schon über richtig viel Geld. Das ist nämlich Rian Gravenberg. 40 bis 50 Millionen Euro ist hier die Summe, die man hier taxiert hat. Man muss ganz klar sagen, er ist nicht mehr unverkäuflich. Das war er lange Zeit, aber man hat mittlerweile auch selber beim FC Bayern München eingesehen, das Mittelfeld ist sehr, sehr überbesetzt, Stand jetzt. Wenn man jetzt hier das Problem noch hat oder den Wunsch von Thomas Tuchel noch erfüllt und noch einen weiteren Mittelfeldspieler holt, einen defensiven Sechser, der dann eigentlich permanent neben Kimmich spielen soll, dann macht man hier sich das Mittelfeld viel zu voll. Das kostet auch einfach den Verein unnötig viel Geld. Und jetzt ist wohl Rian Gravenberch einer der Kandidaten, der den Verein verlassen dürfte. Und da würde natürlich nochmal richtig viel Geld in die Kasse reinkommen. Konkrete Angebote gibt es da tatsächlich noch nicht. Ähnlich wie bei dem anderen Mittelfeldspieler, das ist nämlich der letzte Kandidat. Und dann reden wir gleich noch mit über den. Das ist nämlich Leon Goretzka. Auch er ist auf der Streichliste des FC Bayern Münchens aufgetaucht. Ich sag mal, der Name ist eher mit Bleistift geschrieben. Wir haben es aber in den vergangenen Tagen gehört. Ich habe euch gestern darüber berichtet. Er könnte zum Verkaufskandidaten werden, wenn ein entsprechendes Angebot reinkommt. Interesse gibt es da Stand jetzt aus dem Ausland noch gar nicht so richtig. Aber eigentlich auch nur, weil die Bayern natürlich immer den Standpunkt hatten, nein, Goretzka ist hier Stammspieler, er wird nicht verkauft werden. Aber wenn man jetzt Leon Goretzka sagen wird, hier, wir planen anders, wir planen mit Kimmich auf der 8 und einen neuen Sechser, du wirst hier nicht so wirklich zum Zug kommen, überleg dir vielleicht, ob du verkaufen könntest und ihn so auf die Transferliste setzen könnten des FC Bayern Münchens, dann denke ich, werden hier einige Clubs Schlange stehen und da muss man sagen, da rechnet man mit einer Ablöse von mindestens mal 50, eher vielleicht 60 Millionen Euro, ich würde sagen 50, 60 Millionen Euro ist da so die Summe, die hier im Raum steht. Ja, das sind die aktuellen Streichkandidaten des FC Bayern Münchens, die Streichliste ist lang. Wer wird diesen Verein dann wirklich verlassen? Bei Nübel könnte es jetzt bald soweit sein. Bei Buna Sada sucht man verzweifelt. Bei Jan Sommer, denke ich, wird es auch passieren. Bei Sabitzer wird es auch passieren. Da gibt es ja auch unter anderem AS Rom, die ihn gerne holen werden. Bei Sadio Mané kommt es einfach nur auf die Clubs drauf an. Erbarmt sich irgendein Club aus der Premier League das hohe Gehalt zu zahlen? Bei Pavard, Gravenberch, Goretzka, da bin ich mir Stand jetzt nicht sicher. Da kommt es auch viel auf Thomas Tuchel an. Denn der muss natürlich auch nochmal mit allen Spielern Rücksprache halten. Eure Meinung zu dem Thema? Gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.